Hallihallo und herzlich willkommen bei Zurück zu GTA Online mit Floster. Hallo. Hallo. Ja, jetzt ist er dabei, auch hier. Ich möchte gerne meinen Cheater tunen. Kann ich machen. Ja, ich kann das leider nicht mit dem Floster tun. Außer mit der Handbremse, aber die weiß ich jetzt gerade nicht, wo die ist. Also, wo ist deine Garage? Wo ist deine Garage? Also den Tuning-Werkstatt. Die ist unten. Weiter. Warte, ich markiere mal. Da, wo ich eigentlich gerade eben war. Sehe gerade kein. Kannst auch hinter mir herfahren. Ist es das Spray oder was ist es? Ja, die Spraydose. So. Siehst du eigentlich das, was ich markiert habe? Nein, das okay. Ist nur du. Nur wenn ich in deinem Auto hocke. Aha, ja dann. Also gehen wir mal da runter. So, und eben das Haus habe ich auch gekauft im Livestream, glaube ich. Oder nach dem Livestream, weiß ich jetzt nicht. Das Auto habe ich vorher kurz sehen, das war, dass es eine Zeit lang geht, bis das Auto eintrifft. Und ja. Ich war im Livestream, weil ich habe heute Morgen noch den Livestream angeguckt. Aha, ja. Nein, nein! Oh, voll in die Palme! Das ist ein Facepalm. Voll das Facepalm. Ah, ich muss unten durch. Wohin fährst du? Ja, die Dinge. Die Markierung war irgendwie schlecht. Das ist die Ding. Ja, genau. Fahr du noch, rutschst du noch ein bisschen. Da hinten drin. Da? Ja. Ja, da rein. Komm nämlich jetzt auf. Grotti Cheetah. Grotti. Grotti, so ein Ferrari. So, also, Fahrzeug reparieren. Ja, das muss ich auch. Keine Panzerung. Wieso kann ich. Panzerung erst ab Rang 10? Okay. Bremsen. Standardmäßig. Wieso kann ich noch so wenig auswählen? Oh Gott. Hube. Ups, nein, nein, nein. Och. Ich habe aus Versehen. Ich muss nochmal reinfahren. Man kann die Tonleiter spielen. Ja, können LZW. LKW-Hupe. Mhm. Das letzte ist gut. Traurige Posaune. Scheinwerfer. Ja, aber Farbe. Neonanordnung. Front. Front und Seiten. Front und Seiten. Front, Heck und Seiten. Neonfarbe. Blau. Wir haben ja gesagt blau, oder? Blau und rot. Ja, blau ist Neon, also Neon, Farbe ist rot. Und Neon ist blau. Weil wir haben ja auch eine Crew gegründet, die kann ich dann noch zeigen, wenn ich weiß genau, wie man es hier zeigt im Game. Du müsstest eigentlich bei POS 1 drücken, dann kommst du rein, oder? POS 1, wo ist eigentlich POS 1 auf meiner Position 1, das ist über die Pfeile. Das ist Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Ich habe eben die Tastatur von der Schweiz, also das ist anders. So. Gelb also und schwarz. So. Naja. Was sieht besser aus? Weiß mit grün oder schwarz mit grün? Lackierung, Primärfarbe, Crew. Ich habe aber nicht eine schwarze Crew-Farbe. Ja, ich bin in einer Crew. Wie lange brauchen die, um mich in die Crew zu machen? Also, das Crew anführen. Perleffekt. Oh, schön. Was ist das? Metallic.
gebürstetes Gold. Rot. Also, nun werde ich die Farbe noch nicht ändern. Verkaufen Spoiler da endlich. Hohe Spoiler. Wie viel Geld habe ich noch? 100.000. Was ist das? Federung. Ich habe irgendwas anderes gelesen. Kann ich noch nichts. Getriebe. Kann ich leider auch noch nichts. Turbo. Noch nichts. Felgentyp. Muscle-Car. Boah. Sport. Crew-Emblem. Chrome-Felgen. Nee, verkauft doch mich nicht. Meins. Mein Gott. Shit, das ist geil. Das sind so geile Felgen. Ach man, ich brauche für einen Spoiler. Rang 11. Ja, Wettkampffederung 71. Ist okay. 71 Dollar, oder was? Nein, 71 Rang. Rachen? Was? Rang. Ah, Rang. Ja. Schade, dass die Tuner nicht mehr so schön aussehen. Okay, hier unten kommen dann schönere. Die Shit Eid, das ist cool. Battle X. Rosa, Braun. Ja. Kann ich nicht kaufen. Erst Rang 20. Battle X. Boah, das ist aber teuer gewesen. Eins, was unnötig Belgen, ist, Farbe. Ist Fenstertönung. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Oh, schade, ich hab lila Reifen Ding, quasi Tuning Reifen. Das ist nur der, das ist nur der auf grüne Reifen quasi. Braune Reifen quasi. Crew quasi. Ja, da haben wir roten Reifenzubehör. Tuning, ah, das ist das gleich. Fenster. Fenster ist Tönung, aber ja, dass man dunkel so ist und dass es dunkel ist und so, ne. Ja, das finde ich nicht so gerade. Fenster. Tonleiter. Dabei. Motor geht ja nicht. Also dann bin ich fertig. Wow, sieht der cool aus. Schön blauer Nähen. Jetzt kann ich gleich an einen FC Basel Match gehen. An ein Fußballmatch. Schau dir mal das an. Ah, der ist grün genommen, okay. Na? Ich will auch gern, ich muss kurz nachschauen. Burnouts machen. Ja, du musst Gas geben und bremsen gleichzeitig. Ja, ich kann aber. Ja, okay, ich muss mal schauen. Kannst du auch Gas geben und bremsen? Ja, jetzt. Aber es ist mega Ding, wer und es ist gleichzeitig zu. Ich dachte ja, einfach, mit der Handbremse, sonst machen wir Burnouts manchmal mit der Handbremse. Also im Real Life, oder? Handbremse geht es nicht. Ja, schade. Also, machen wir eine Spritztour, das eben, doch im Real Life geht mit Handbremse. Mit Handbremse? Ja. Also ja, nicht bei allen, nicht bei allen, also bei den Alten halt vor allem. Die haben ja noch Anti-Blockiersysteme und so drauf, die neuen. Ja. Ist nicht mal richtig Zeit fahren damit. Zum Friseur könnte ich mal, aber ich habe dort nur wenig Frisuren. Wir müssen mal ein bisschen leveln wieder. Aber eben erst, wenn wir dann in Crew-Sitzung sind. Und dann können nämlich die anderen dann auch mal reinkommen. So lange bleiben wir dann im niedrigen Level. Ja, bis die Crew freigeschaltet ist und so, oh je. Bis für uns das Geld ausgegangen ist. Ich hab noch 30.000. Ich hab noch. Wo steht denn das jetzt dran? Oben rechts steht's. Ja, okay, ich hab noch 300.000. Wo ist Maze Bank? Matze. Maze Bank. Wieso hast du eigentlich Geländereifen drauf? Hä? Du hast Geländereifen. Ja.
Ich habe jetzt einfach mal Gelände erwerfen, weil es so cool ist. Einzahlung. Ja, kann ich nur so wenig einzahlen. Ja, das, was du Bargeld hast, kannst du einbezahlen. Jetzt habe ich Bargeld 0. Ich sehe es gerade nicht wegen dem FPS-Anzeige. Aber, ja. Okay. Oh, ich nehme das Boot hier. Komm, wir segeln ein bisschen auf dem Stausee. Ey, stunz mal das Teil und wir fahren da mit dem Schiff. Oh, eigentlich könnte ich es abschleppen oder so. Ja, genau, nimm's mal mit. Nimm's mal mit. Aber nein, ich glaube, das kann man nicht runternehmen, das Schiff, leider. Aber trotzdem kommt's gut. Ich nehme einen Abschleppwagen. Ich will unbedingt einen Abschleppwagen tunen. Das unbedingt. Geht, glaub, gar nicht. Oh Mann, ich will aber Abschleppwagen einfach so. Ich bin mir jetzt gerade die Garage tun. Man kann mit Abschleppwagen einen Abschleppwagen abschleppen und an dem Abschleppwagen, der abgeschleppt wird, doch, kannst du einen Abschleppwagen abschleppen. Das habe ich bei gestern. Ja, das habe ich auch immer, Andreas. Da habe ich sogar noch ein altes Video, glaube ich. Nein. Nein, ich habe es, glaube ich, nicht mehr. Weil das damals geleckt hat, wie die Sau. Warte mal auf mich ein bisschen. Ich komme mit meinem Schiff nicht hinterher. Weißt du eigentlich, wo der Ball ist? Es gibt doch so einen Ball, wo man runterschleudern kann. Der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, auf einem Haus ist so ein Stein oder Gummiball und den kannst du einfach runterkicken und dann kannst du ihn weiterkicken. Das ist mega groß, der Ball. Der ist ungefähr 2 Meter Umfang. Ich weiß nicht, wo genau das ist, aber das müsste hier eigentlich mehr rechts sein, ja. Pass auf, dass dein Schiff nicht irgendwo herunterfliegt. Eigentlich darf man mit einem Anhänger nicht über 80 fahren. Ja, überhaupt. Und ich fahre 120. Gibt's keine Geschwindigkeitsanzeige? Doch, im deinem Cockpit-Dings. Ja, wow, mega klein. 30, 40, 60. Kann man eigentlich am Auto einen Anhänger 80. Haben? Ich glaube, das ist standardmäßig bei manchen Autos. Das funktioniert da. Geht es? Ja, du fährst hin und dann koppelst du es auf. Ah, es ist jetzt so wie beim Abstellwagen bei GTA San Andreas, war es noch nicht so. Okay. Boah, ich kann fast nicht rausschauen. Ich habe so ein kleines Fenster vorne. Aber es ist eng, ganz cool mit dem Ego-Perspektive. Wow. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, ich bin davor. Ich muss mein Radio mal ändern, das wird sich scheiße an, was ich ändere. Ich habe kein Radio wegen dem Copyright. Sonst komm ich ein Stempel über. Nein, es wird einfach nur markiert bei den Videos. Copyright, Musikverletzung und die Musik wird... Der ganze Sound wird einfach mal gelöscht von den Videos. Auch bei GTA Radio Sendern. Ja. Die sind nicht lizenziert. Eigentlich hat ja GTA das Lizenz. Und GTA macht ja die Lizenz, dass wir Let's Playen können. Also ja, macht ja nicht, aber man darf einfach. Also sollte eigentlich diese Radiocenter hier ja uns also erlaubt sein für uns. Was ist hier jetzt? La Fuenz Blanza. Ja, sorry, aber ich suche den Ball. Dann auch mal Anhänger. Das ist eine Villa. Kann man die kaufen? Das ist eine coole Villa. Leider in einem schlechten Gebiet. Ja, okay, nicht so ein attraktives Gebiet. Nee, kann man nicht, sonst wäre das so ein Automarkt-Dings dabei. Schade. Man kann allgemein, glaube ich, nur in Los Santos Autos, den Garagen, also. Immobilien kaufen. Außer wenn ich mit meinem Du musst nicht hier reinkommen, gell? Sonst kannst du nicht mehr retour. Ich komm wieder zurück. Ich bin schon drin. Okay, wieder retour. Ja, ich dreh mal bei dem so. Da mal mich um so. Also ich weiß jetzt gerade nicht. Hast du wieder dein Auto oder was? Nö. Hast du immer noch deinen Abschlepp? Ja. Oh, mein Auto sieht schon richtig zerknüllt aus. Hier ist ein Anhänger für einen LKW.
kann das auch nicht nehmen, weil das abgeschlossen ist. Kannst es ja nicht knacken. Ich weiß nicht, wo das Teil ist. Wurde es weggenommen? Kann nicht sein. Was ist denn das hier? Eine Scheune. Das sieht so aus wie bei Red Dead Redemption. Ich komm. Chili. Schaffst du es über die über das Gelände? Okay, ich habe auch nicht den besten Geländewagen, aber. Also ein Sportgeländewagen. Ich habe einen richtigen Tuning-Geländewagen. Oh! Schaut mal, mein Auto, ist das nicht schön zerknüllt? Was macht er? Er macht ein Foto! Der NPC hat ein Foto gemacht von meinem schönen Wagen. Mega geil! Ich find's mach gut. Foto. Mach auch Foto von mir. Mach! Das ist mega schön hier. Irgendwie erinnere ich mich da. Also, ich habe das nie in den Videos gesehen von den Let's Play und so, von der Konsolenfassungen. Oh. Boah. Okay, ich liebe hier auch runter, sondern da Fels runter. Wahnsinn. Ah, hier ist das Gefängnis wieder. Ja. Da bin ich einfach reingegangen und hab 5 Sterne gehabt. So Kiko. Du warst live dabei! Ich weiß, ich wusste. Stell dir das mal vor! Sterne bekommt und ich hab dich halt machen lassen. Genau. Ich wollte einfach rein mal, ob ich reinkomme. Dann haben sie aufgemacht, also bin ich rein. Ich konnte doch nicht dafür und dann haben sie mich einfach Headshot gegeben. Das sind so böse Leute da. Die können doch schreiben, no entrance oder so. Aber bitte. Ah ja. Bei im Singleplayer gibt es hier so ein grünes kleines Kunstflugzeug. Und wenn man einsteigt, kann man nicht fliegen. Man muss Rennen machen, also Ding machen. Challenge. Das ist in einem der Let's Play, Let's Show Parts. Die Flieger werden, glaub, freigeschalten, wenn du halt einen Rang erhöht hast. Ja, mit 14, 15 und so. Finde ich ein bisschen doof, aber. Sollen wir eigentlich. Genau, ich will mal hier rechts schauen, da war ich noch nie. An der Küste, an der rechten. Der Singleplayer, der das Anfang-Dings im Winter. Ja. Wo ist das überhaupt? Das habe ich noch nie gefunden. Das ist eine extra Map, die gibt's. Ja, man kann online hingehen, eventuell, wenn der Bug noch nicht verding ist, aber. Das ist eine extra Map, das ist halt einfach die Einführung. Schade, dass es hier überall keinen Schnee gibt, aber es gibt einen Schneemod übrigens schon, hä? Es gibt einfach mal einen Schneemod. Dass es auch bei online gibt? Scheinbar geht es auch online, ja. Weil der Schnee macht nicht, dass du anders fahren kannst, also. Ist das ein ist das eine der Bälle? Ich denke nicht, der kann man nicht kaputt machen. Ja, der geht nicht weg. Doch, er geht! Ich hab nen Ball! Ich hab nen Ball! Ich hab nen Ball! Ich hab nen Ball! Es ist einer der Bälle! Yeah! Lol! Mit dem Auto kannst du es besser. Mach mal mit dem Auto. Aber der leckt ein bisschen, oder? Also bei mir leckt er nicht. Der geht sogar. Yeah! Boah, voll die Atom... Fabrik hier. Aber drin. Die leuchtet voll. Ja, das ist geil. Im Ding, Konsole hat das, glaube ich, nicht. Ist sie weggepackt oder was? Nö, das liegt doch da. Bei mir liegt es nicht da. Nein, es ist weggepackt. Es ist plötzlich weggepackt. Schade, da kann man es nur im Singleplayer eigentlich genügend Ding machen, weil Server technisch wahrscheinlich zu schwer ist. Wow! Boah, die Schanze mit sich auf dem Feld. Säle. FDM Sale. Use it. Ui, scheiße, ich hab so einen Strohballen angefahren. Die unzerstörbaren Strohballen. Ich gehe mal ein bisschen. Ja, aber die Steine gehen leichter weg wie die Strohballen. Ist cool hier, also schön ländlich. Oh, was ist denn das? Das ist so.
komm rüber. Ja, geh weiter. Hm, okay. Ich wollte so ist in diese Seite, also in diese Richtung. Ich will einfach ans Meer, bisschen an die Küste. Da gibt es nämlich auch einen Berg. Scheint der da oben zu sein. Was ist eigentlich auf diesem Berg? Das, dort hat es zwei Lichter. Ein Turm, zwei Türme. Meinst du nicht Leuchtturm? Nein, der Bergturm. Ja, da ist der Leuchtturm. Den kenne ich noch von... Ja, da kenne ich noch eine sehr... Ja, nicht gut, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Nein, ich wollte nicht mehr raus. Gehen wir mal zum Leuchtturm. Wie kommt man eigentlich dorthin, ohne dass man das Auto zerstört? Ich glaube, meins schon zerstört. Es ist Wasser, es ist überall Wasser. Ja, hol es doch einfach wieder. Mechaniker soll es bringen. So meins? Ach, kann man ja. Oder du holst einfach ein anderes, also Klaus. Nö, nö, ich hol es. Holen ist ein bisschen übertrieben. Nett. Mechaniker. So cool, in einem Landweg, so mit dem Ferrari, richtig schnell durchrasen. Hä? Kann man nicht das Auto herholen? Hä? Muss vielleicht einen Mechaniker anrufen? Ja, hab ich. Komisch. Aber weil es wahrscheinlich noch existiert. Dann steht dran Ellipse Towers 3. Ah, jetzt. Jetzt geht's ja, gut. Bring ich vorbei. Weil das ist dein Name, der Name deines Hauses. Ja, ja. Da muss ja auch noch draufklicken. Mhm. Boah, ich kann hier fast nicht mehr geradeaus fahren. Immer die ganze Zeit zickzack. Nein! Nein! Stopp, stopp, brems, ja, gar. Bist du nur in dem Weg? Ja, ich bin weg. Hoch. Also in dem kleinen Häuschen da würde ich auch gerne. Vielleicht kommt es ja, also Rockstar hat gesagt, sie werden sehr viel für die PC-Version machen. Und es kommt die Updates kommen früher als die Konsolen-Updates. Freitag kommt, glaube ich, ein Update für die iFruit. Okay, jetzt habt ihr schon zwei Updates gegeben, das sind alles nur Bugfixes. Also kommt dann mal etwas Größeres, hoffentlich. Es ist cool, dass es so richtige Berge gibt. Juh, scheiße, nein, 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 scheiß Baum. Nein! Ich komm, da geht's ja wieder runter. Ich will aber hoch. Ich gehe jetzt hier gerade nach oben. Das ist ja kein, das ist ja Geländeweg für... Ja, das ist nur um den Berg. Ich dachte, man kommt hier irgendwie hoch. Ja, ich schaff's, ich schaff's, ich bin fast oben. Yeah! Ich seh dich. Mein Einlichter. Ich seh nur ein Rücklicht von dir. Okay, es ist gar noch nicht ganz oben. Okay, jetzt sind wir fast oben. Ups! Oh, schön, also. Da drüben ist der Mount Chiliad, okay. Aha, und ich komm glaub gar nicht hoch, weil es zu steil ist. Nein! Mit dem Mustang ist es halt ein bisschen schwer. Nee, nee, ich gehe auf der anderen Seite vom Berg hoch. Oh je. Und da ist glaub ein bisschen steiler. Und ich... Ich bin auf dem Kopf gewesen. So. Also hier ist das oberste. Ich bin einfach auf der anderen Seite, also auf der Seite hoch. Da geht's. Schaut euch mal die Aussicht an. Ist das nicht wunderbar? Ja, finde ich auch. Mein Vater hat extrem gestaunt. Du kannst alles bereisen und so. Richtig cool. Hat er das auch schon angeguckt? Mhm. Er ist auch ein Fan von... Er hat noch das GTA San Andreas von mir. Spielt das. Und so. Er will unbedingt GTA 5 auch spielen, aber er hat nicht mal so eine große Festplatte. Nicht mal 64 GB. Festplatte. Ja. Okay. Ja, nicht mal 64 GB wie ganze Steam-Ordner und das schwer ist das alles von GTA 5. Oh, leck mich doch am Arsch.
komme jetzt gar nicht mehr vom Berg hoch. Jetzt. Geh einfach ein bisschen rechts entlang, also ein bisschen ja, unter dem Berg. Also hier ist so ein Antennenradioturm. Ach komm schon. Ich bin das schon jetzt weiter. Sieht das nicht schön aus? Mein Auto hat einen wirklich guten designerischen Wert. Es ist extrem kaputt. Ja, manche kaufen. Ich bin ganz nackig fast auf dem Berg hier. Sichtkeit. Okay, es ist in der Wüste, aber trotzdem. Meine Spielfigur fällt immer noch rückwärts ein bisschen. Ich höre dich. Irgendwo bist du hier. Ah, dort vorne. Auf der Map bist du irgendwie unter dem Stein dort. Hä, da könntest du mich gar nicht hören. Ich bin doch weiter weg. Wie ja, aber ich habe dich gehört, wie du irgendwo reingefahren bist oder so. Runtergefahren. Ja, ich fall gerade die ganze Zeit runter. Wenn ich nicht über den Scheißberg komme. Wie heißt das Game, wo man alles zerstören kann? Crysis, glaube ich, der erste Teil, kann man diese Funktürme zerstören. Bei Far Cry 4 auch. Far Cry 4 ist, glaube ich, nicht alles zerstörbar. Aber so Crysis 1 kannst du alles so richtig Hütten und so kaputt machen. Ich will das auch in GTA 5, eigentlich die Engine wäre gut genug dafür. Ja, mein Auto ist oben. Das nimmt ernsthaft nichts an. Ja. Ach komm. Zeig dich mal. Komm mal zu mir. Wie kann man den Fallschirm nochmal öffnen? Schau, Kumpel. Mit rechts oder Mittelklick. Weiß ich jetzt nicht genau. Und F, glaube ich, F. Ja, warte, Fallschirm. Zu Fuß im Fahrzeug, im Luftfahrzeug. Fahrwerk einfahren, Handy aufrufen. Was ist nach links? Stinkflug. Was? Stinkflug? Nee, Stinkflug. 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 Fahrzeug verwerfen. Gibt's eigentlich nichts mit Fuß. Fahrzeug. Ach doch, irgendwo. So, also, die Folge ist vorbei. Also bis zur nächsten Folge. Es geht gleich bei uns weiter. Bei euch natürlich in der nächsten Folge. Tschüss.